Willkommen zu Let's Play DayZ. Wir sind nördlich von Berenzino. Nördlich? Nee. Glaube doch nicht. Egal. Und wollen uns auf den Weg in die Stadt machen. In die große Stadt Berenzino. Große Stadt. Ja, warum? Das frage ich mich auch. Aber in meiner Hoffnung, also ich hoffe darauf, dass wir auf Leute treffen werden. Ein paar Kontakte knüpfen. Vielleicht auch der anderen Schießerei in die Arme laufen. Mal sehen, was uns erwarten wird. Ja, eigentlich habe ich davor schon eine Aufnahme gemacht, die war am Nordost Airfield, doch leider ist da irgendwie das Bild verschwunden gegangen. Es gibt nur Ton, was echt zum Kotzen ist, weil es war meine erste Versuchsaufnahme und gleich da, ich habe noch kurz davor gesagt, ja, am Airfield wird es meist immer spannend, hier ist immer mal was los. Und wenn, dann geht's richtig zur Sache. Und was war? Es ging wirklich zur Sache, nur anders als erhofft. Auf mich wurde zwar geschossen, jedoch hat sich das Ganze zum Guten gewendet. Leider fehlt kompletter Ton. Bin ich natürlich am überlegen, ob ich vielleicht trotzdem einfach die Tonspur hochladen werde. Für alle die, die halt gerne Hörbücher hören und viel Fantasie haben und sich dann dazu was einbilden können, was das Bild angeht. Mach man. Zum Kotzen. Schade, schade. Ja, also ich bin voll equipped. Ich spiele schon länger, DayZ. Hier meine Ausrüstung. Viel Munition, viel Essen, viel Trinken. Ein völlig ausgerüsteter M4. Ah, hier steht ein Zombie. Na, hallo, Kollege. So, den Kollegen wollen wir jetzt erstmal eine über die Birne zimmern. Oh, das. Oh. Oh. So. Oh, ja, hallo. Ja. Und eigentlich hätte ich auch mal wieder Lust zu sterben, was echt ungewöhnlich ist. Ich glaube, niemand möchte in DayZ. Oh, hier ist mal gleich der nächste. Niemand möchte in DayZ sterben, aber ich lebe schon ziemlich lange. Habe auch echt, also ich muss zugeben, ich habe viel. Also, was heißt zugeben? Also, ich will jetzt hier nicht angeben oder groß Mist erzählen, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich viele Fights mit dem Charakter hier erlebt und habe die auch irgendwie alle überlebt. Ohne, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. War vielleicht einfach nur gut Glück, keine Ahnung. Ah, jetzt wollen wir hier in die City. Und dann geht's los. Zombie voraus. Ja, die Zombies sind seit dem neuesten Update weitaus aggressiver geworden, schneller. Und spawnen auch seit dem neuesten und rennen auf der Stelle. Und fliegen auch gerne mal aufs Gesicht. Beim Berg abrennen. Oh, da. Spieler. Spieler. Oh, der, ich glaube, der hat Angst vor uns. Hey man! Hello! I'm friendly! Hey man! DayZ halt, ne? Also die meisten. Also es wird halt viel Kill und Zeit betrieben, was ich überhaupt nicht verstehen kann, was mich total nervt, auch weil ich weiß nicht, das Ganze hier ist ein Survival Game. Und hier geht es ums Überleben und nicht darum, sich gegenseitig abzuknallen. Da kann man auch Call of Duty oder sonst was spielen. Klar, irgendwo gehört das auch mal dazu, aber nicht die ganze Zeit. Wo ist der Kunde? Wo ist der Kollege hin? Zombies nachfolgen. Oder verfolgen die schon mich? Nee, der will schon zu mir. Ah, hier bei der Aktion, den jetzt zu finden, gehen wir nicht drauf. So, scheinbar ein Noobie. Frisch spawnen, Bambi. Hello, man. Ich will dir doch nur Gutes tun. Ich weiß nicht, wohin ist. Kannst du euch nicht sagen. Oh, hier ist einer. Das ist unsere Challenge, den Typen finden. Irgendwo sind doch hier die Zombies am Rumakron. Gehen wir mal hier rein. Da ist die Tür zu. Komisch. Da ist ja keiner mit reingegangen. Ach ja, da ich, der hier liegt doch ein Rucksack rum. Hallo. Lecker Kartoffel. Oh, hier, was zu essen. Ich hab's gehört. Ich glaube, hier draußen war was. Hallo, Kumpel. Ich höre irgendwo Steps. Was ist hier in dem Gebäude? Das Backgebäude, das Haus des Todes.
das ist der Zombie. Manche Räucher. Ja, ich glaube, es soll der Zombie. Schon wieder einer. Ah, jetzt sind die natürlich hier hinterher. Wir haben uns erstmal um die Kollegen kümmern. Ah, nein, die stehen bleiben. Komisch. Was ist mit euch los, Kollegen? Naja, egal. Keine Ahnung, wo der Typ jetzt hin ist. Jo, wir werden jetzt hier einfach mal gemütlich durch Berenzino stampfen. Leider von den Kollegen, die ich vorhin getroffen habe, die waren relativ okay ausgerüstet, hatten beide einen Rucksack, glaube ich, und einen Sporter. Sporter, ja, nichts Besonderes, keine gute Waffe. Glaube ich zumindest, dass es keine gute Waffe ist, sofern man kein 30er Magazin drin hat. Jetzt ist natürlich die Tür auch offen. Ein guten Klavierhaus. Oh, da! Da ist jemand bewaffnet. Hey man, stop moving. Hello. Hey man. You have some problems with zombies? Hey man, I'm friendly. I'm friendly. You can trust me, I'm friendly. Hey, wo ist er hin? Hey man. What's up? Kannst du Deutsch? Please put away your weapon. Thanks, man. You know how to talk? Komisch. Hi. Okay, hat der Kollege keinen Mic? Aber das ist ja ganz schön dünne, wenn nicht. Echt ist das hier total wichtig in dem Game. No. Ja, das ist wirklich, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen doof, wenn der Kollege nur schreiben kann. Was machen wir mit dem? Nicht weiter, wa? Kommt der jetzt hier aus? Hallo? Was tust du? Das sieht ganz genau aus, würde der auslocken. Warum? Ah, jetzt hänge ich hier fest oder was? Hä? Hä? Was macht der? Kollege, red mit mir. Netter Kerl, ne?
Schelle braucht er, eine Schelle. Kauf dir einen MIG, Junge. Bye bye. Bye bye. Oh. Gleich mal den ersten Kollegen getroffen. Natürlich doof, der hat kein Mikrofon. Bisschen schade. Ich finde ja, Mikrofon ist bei DayZ A und O, also braucht man unbedingt. Weil dieses Geschreibe heißt. Oh. Zombie. Steps in this bright. Ist hier gleich der nächste Kollege? Halt! Ich eigentlich am überlegen, ob ich mir das schon mal alles mitnehme, dieses ganzen Bauteile und irgendwie was für oh, ich kenne oben. Den wollte er wohl nicht. Weil mit dem nächsten Patch wird ja das Kochsystem eingeführt, beziehungsweise die Feuerstellen. Ich habe gerade nicht so viel Platz im Inventar, als dass ich das alles mitnehmen könnte. Deswegen lasse ich es jetzt auch mal. Kann man sich ja zusammensuchen, wenn es soweit ist, ne? Eigentlich, ah oh Mann, jetzt wo ich sage, eigentlich, also hätte ich auch mal Lust wieder auf ein Feuergefecht. Aber eigentlich auch nicht, weil ich will ja nicht sterben. Aber eigentlich wollte ich ja sterben, um neu anzufangen. Ach, ich weiß auch nicht. Geht aber hin und her. Ob ich sterben möchte oder nicht. Was ich überhaupt will. Seitdem ich spiele jetzt die heutige Session schon drei Leuten begegnet. Dreimal ging es gut aus. Eigentlich ging es für die gut aus, weil eigentlich glaube ich immer der Stärkere. Also ich wäre wahrscheinlich der mit dem mit Vorteil gewesen, zwecks meiner M4. Das hatte der gerade eben hatte, glaube ich, eine Blaze. Also nicht die Schrotflinte, sondern die andere da. Wo man auch die Mosimuni reinpackt. Zweier Speedloader. Ach man, ich freue mich schon drauf, wenn endlich Fahrzeuge kommen. Also Kram, ey, da hat man wieder was, wo man drum kämpfen kann. Halt, neue Sachen. Na jetzt schau, jetzt bin ich voll equipped und was weiß ich, bleibt mir jetzt groß übrig, ein bisschen durch die Welt rennen. Ein bisschen erforschen. Aber spannend ist das Ganze allemal. Das muss man ja easy lassen. Also, ich habe noch nie ein Game gezockt, in dem ich so krass emotional dabei war. Einfach, du hörst Schüsse und bam, rutscht dir das Herz in die Hose und du kriegst erstmal einen Mega-Schuss. Das habe ich in keinem anderen Spiel bisher erlebt. Das ist nicht so. Und das macht DayZ echt einzigartig. Und dieses ganze Survival, das gefällt mir sowieso sehr, sehr gut. Ab. Ja, ich lasse jetzt hier die ganzen Gebäude aus, weil ich brauche ja nichts mehr, ne? Ist es nochmal ein Supermarkt-Check? Ich müsste mich irgendwo mal vollfressen. Hallo. Ich werde jetzt mal hier in das Gebäude reingehen. Na? Ich hätte eigentlich jetzt hier keinen gesehen. Bitte die Tür schließen. Hau ich mir erstmal hier lecker, lecker Thunfisch rein. Yummy, yummy. Das schmeckt. Vielleicht mache ich auch einfach, versuche ich einfach mal eine Reise mit dem Charakter hier zu machen, so als Session. Versuche einfach von Berenzino wieder in den Süden zu laufen, bis nach Balota und dann hoch zum Norden. Westerfield. Halt aber immer so ein bisschen auf Konfrontation aus, also
auf Kontakt mit anderen Spielern. Glaube, das wäre gar nicht so übel. Ne, was ist denn jetzt? Irgendwas spinnt denn jetzt hier? Okay. Gut, da habe ich schon high-traded. Da haben wir uns mal die nächsten Spaghetti-Nei. Ach, wie wird sich der Charakter freuen, wenn er endlich dann warme Spaghetti essen kann und keine kalten. Erste Dose. Gutes Morphin hier. Ist eigentlich relativ gut ausgerüstet. Medizinisch vielleicht nicht. Na, obwohl doch, ich habe Salinbag, ich habe Morphin. Epinephrin habe ich jetzt nicht am Start. Ich habe auch kaum noch Bandagen. Aber das reicht. Dafür ich werde sie nicht verwenden müssen. Irgendwie spinnt das hier. Leckt ein bisschen. Jetzt kommt erst die Meldung. Ja, der Server hängt ganz schön da. Unable to pick up item. Das ist doch mal die gute Banane. Gut, das dauert wieder ewig hier, bis er mal die Banane gefressen hat. Ach ne, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Jetzt ziehe ich lieber weiter. Also, dass ich jetzt hier 10 Stunden aufgrund dieser Zögerung hier warten muss, bis ich mal voll gefressen bin. Voll ist denn der Server? Oh, je, je. Ja, was ist los? Ja, dann hauen wir uns mal zum Supermarkt. Eigentlich war jetzt meine Idee, ich fress was, gehe zum Supermarkt, besuche da wieder nach Essen. Aber ich mach's einfach trotzdem. Wo ich noch einchecken habe. Aber ich habe eh das Gefühl, da wird nichts mehr zu holen sein. Hallo Zombie. Zombie Girl in a lonely zombie world. Tor ist noch offen. Ich glaube, das ist Standard nicht offen. Gehen wir mal von hinten rein. Ist ja auch blöd hier, die Treppe zu bauen. Das ist mal komplett rumlaufen. Hallo, hallo, hallo. Selten ist kaputt. Hier haben wir die Tür aufgemacht. Oh, hier ist er. Aber vielleicht sind hier noch ein paar Bandagen. Oh nein! Hat sich jemand die Bandagen rausgeschnappert. Ich habe immer Angst vor den Hochhäusern, weil da hier hatte ich auch schon mal ein Feuergefecht. Hier in den Supermarkt reingegangen und dann hat einer aus den Balkons geschossen. War heftig. Ist nichts mehr. Wieder raus hier. Ah, da oben ist noch ein Supermarkt, da können wir auch noch mal hinrennen. Würde aber eh gelootet sein. Aber scheißegal. Gehen wir trotzdem mal vorbeischauen. Gute Baustelle. Und wahrscheinlich jeder, der in Berenzino schon mal gespawnt ist. Die sieht man immer als erstes. Das noch, weil ich will, wie man vielleicht sieht, ich habe meinen Charakter versucht komplett schwarz zu kleiden, wenn der Rucksack schwarz werden könnte. Geht aber nicht. Vielleicht irgendwie, dass man mit lösliger Farbe und Wasser dann Sachen färben kann. Ja, aber vielleicht auch nicht schlecht. Versuche nämlich immer meinen Charakter schön zu gestalten, ich weiß nicht. Er muss schon ein bisschen schick aussehen, ne? Weil der tut mich ja verkörpern. Das ist der nächste Supermarkt. Das ist gut, checken. Wahrscheinlich gar nichts los. Zombie.
Frostbite. Frische Orange, sagen wir, lassen die Leute hier alles liegen. So eine Apokalypse kann man da nichts verschwenden. Hier liegt Mini. Da mache ich immer den hier. Wenn sie leer ist und verschwindet und kein anderer mehr sich die aufnehmen kann, die ich so mit ein bisschen Gefahr beseitige. Die liegt dann nämlich nicht ausgepackt auf dem Boden. Oder auch nicht im Rucksack. Rüber. Genau, hydrated, aber wir hätten mal einen Schluck aus dem Brunnen genommen, der sich nämlich hier befindet. Nein, da wechselt er wieder das Magazin. Ja, nicht so schlimm. Wir laufen noch weiter auf die Straße. Scheint niemand hier zu sein. Nobody's there. Stelle noch gucken. Wir haben ja Glück und treffen auf dem Bambi, das hier frisch gespawnt ist. Das ist eigentlich immer der erste Punkt, wo man automatisch hinrennt. Weil bei diesen Baustellen hat man immer eine gute Chance, einen Rucksack zu finden. Und das ist schon mal gut. Ein guter Start. Hier in den Bars hier findet man auch mal was. Hier war scheinbar noch keiner. Die Tür zu. Au, hier. Oh, hier, das ist doch Paradies. Gleich zwei Dosen auf einmal. Vielleicht ist auch heute noch keiner gestorben auf dem Server. Hier kann ja auch sein. Oh, hier ist ja alles voll. Wahnsinn. Mensch, die brauchen wir noch nicht. Water Purification Pills. Das nicht. Oh. Oh, hier geht's ja los. Ah, das ist kein fertiges, oder? Nee, ist nicht fertig. Das lassen wir mal liegen. Oh, jetzt checken wir mal noch die Baustelle hier noch. Ja, dann würde ich auch bald sagen, beenden wir hier unsere Reise. Ja, aber ich finde es, ja, ich bin immer noch angepisst, dass das Bild nicht aufgenommen wurde aus dem ersten Let's Play. Was ich gemacht habe, aber kann es jetzt nicht mehr ändern. Scheißen Dreck, ne? Gut, liebe Leute, dann genießt die Aussicht. Ich sag adieu, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.